Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse. Da kann ich Ihnen zwei benennen. Zunächst zum Gegenstand Besetzung der Stelle Leitung des Umweltamtes hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 16.11.2023 den folgenden Beschluss gefasst. Erstens, der Stadtrat beschließt im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister die Besetzung der Stelle Leitung des Umweltamtes mit Herrn René Herold zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Zweitens, der Stadtrat beschließt im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister die Beförderung für Herrn René Herold zum leitenden Verwaltungsdirektor zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Und dann ist ein weiterer Beschluss gefasst worden am 16.11. Besetzung der Stelle Direktor im Bereich Oberbürgermeister als Gegenstand. Und der Beschluss lautet, der Stadtrat beschließt im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister die Besetzung der Stelle Direktor im Bereich Oberbürgermeister befristet für die aktuelle Amtszeit des Oberbürgermeisters bis zum 2. September 2029 mit Herrn Kai Schulz zum nächstmöglichen Zeitpunkt und stimmt der Vereinbarung einer außertariflichen Vergütung zu. Soweit die Bekanntgabe der nicht öffentlichen Beschlüsse. Und damit kämen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Bericht des Oberbürgermeisters. Geschäftsordnung, Frau Arnert. Also, da das jetzt nicht erfolgt ist, würde ich als Fraktionsvorsitzende für die CDU gern nochmal herzlichen Dank an Petra Nikolov sagen, die jetzt bereits den Raum verlassen hat. Ich sage das eigentlich üblich. Die Kollegin nochmal zu verabschieden und ich danke für den Applaus, den hat sie verdient. Danke. Ist mir insoweit durchgegangen. Entschuldigung, ich hatte sie gar nicht gesehen gehabt insoweit. Tut mir es leid. Und schließe mich dem gerne an in diesem Sinne. Jetzt kommen wir zum Bericht des Oberbürgermeisters, Tagesordnungspunkt 3. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Stadträte und Stadträte, ich will den